Ja, Shipmon League, ihr wisst Bescheid. Spieltag Nummer 3 in Liga Nummer 3. Alle guten Dinge sind 3, deswegen hoffen wir natürlich, dass wir hier auch 3 Punkte absahnen können mit einem Sieg. Ich werde jetzt auch gar nicht wie blöd hier drumherum labern. Niemand mag dieses Vorgeplänkel. Ich bin mir ziemlich sicher, die meisten von euch wollen sowieso einfach nur den Kampf sehen und wollen sich hier nicht mein blödes Gelaber hier anhören. Aber irgendwie gehört es sich ja auch irgendwie, das Team zu zeigen, mit das wir halt eben dann gegen das gegnerische Team rangehen wollen. Deswegen kommen wir jetzt mal direkt hier zu den Teams. Wer es immer noch nicht weiß, klar, der lebt absolut hinterm Mond. Da müssen wir uns gar keine Meinung bilden. Hier ist unser Team. Wer es also immer noch nicht weiß, hier befindet sich unser Team von Flashy und mir. Und hier ist das Team von Drachenkeule, unseren heutigen Gegner für die heutige Episode. Sein Team, ich gehe da mal ganz kurz durch, besteht aus Forstelka, Amigento Fee, Razzav, Glurak, Bantidea, Luxtra, Hypnos, Skungtang, Geowatz, Draschel, Sejong und Riolu. Ich habe schon bessere Teams gesehen in meinem Leben. Ja, also ist jetzt nicht etwas, wo ich sagen würde, okay, ich habe irgendwie großen Respekt davor. Also, okay, Leute, ich werde ganz schön oft respektlos hier und so weiter. Und ich glaube, dafür kassieren wir auch ganz schön oft dann Karma. Oder es wird noch passieren, dass wir richtig heftig Karma kassieren. Von daher, ich sollte mal so ein bisschen meine Zunge ein wenig zügeln. Wie dem auch sei, sein Team ist natürlich nicht zu unterschätzen. Ich glaube, das werdet ihr jetzt jedes Mal hören aus meinem Mund. Deswegen wollen wir jetzt auch einfach direkt ins Teambuilding natürlich hier weitergehen. Also Teambuilding sehen wir hier jetzt nochmal ganz kurz. Natürlich Fonifras, gar keine Frage. Unser Headline mit dem Expert-Belt diesmal, weil wir haben eine große Variation an Attacken. Wir haben eine Gesteinsattacke, wir haben eine Pflanzenattacke, wir haben eine Feuerattacke natürlich und wir haben auch einen wunderbaren Knock-Off, eine Unlichtattacke. Und wenn wir damit natürlich Pokémon treffen können mit sehr effektiven Schaden, dann ist das natürlich etwas, was wir absolut verstärken wollen. Dementsprechend hier Expert-Belt natürlich. Wir haben das Ganze hier so ein bisschen gesplittet von physisch und speziell, weil wir haben halt, wie gesagt, den Giga Drain, den wollen wir natürlich haben hier, um das wunderschöne Geowatz natürlich, naja, am besten zu besiegen. Natürlich, Geowatz kann Sturdy haben und so weiter, wird ein bisschen doof. Mal gucken, vielleicht switcht er das ja irgendwie hart rein oder sowas, weil er ein absoluter mieser Motherfucker ist und sich halt eben so denkt, so, boah, Alter, ich jag das jetzt komplett rein und werde damit die Pläne von The Saiyan TV und Flashy absolut zerstören. Kann sein, da sind wir aber gegen vorbereitet. Dementsprechend haben wir jetzt halt den Giga Drain hier direkt mit rein. Wir haben gespeedcreept auf einen Pokémon. Ihr müsst wissen, Teambuilding ist jetzt schon eine Woche her, circa. Ich habe keine Ahnung. Wir haben hier Voltenso mit dem Live-Orb gegeben, ist Kylo, gar keine Frage. Wer denn auch sonst? Statik soll natürlich einfach nur nerven, gar keine Frage. Nimmt man immer wieder gerne mit. Volt-Switch für wunderbares Momentum. Dementsprechend auch natürlich nicht Full-Speed, sondern Modest reingegangen und so. Weil das Pokémon, das ist ja so unfassbar schnell. Wozu dann ein Timid Nature beispielsweise, wenn du halt eben doch alles outspeeden kannst, sowieso. Thunderbolt, Flamethrower und Toxic ist natürlich doof. Dann setzt er das ein Geowatz irgendwie rein, da können wir aber auch irgendwie predikten und so und wie man das nicht alles nennt im kompetitiven Pokémon oder Toxin halt eben drücken, weil das will Golem natürlich auch nicht haben wegen Sturdy und so, das wäre auch ganz schön ungünstig für unseren Gegner, aber ziemlich sehr, sehr solide für uns natürlich. Machen wir weiter mit unserem Eingebrochen, unserem Palossand, unserem Kolossand. Unsere wunderschöne Sandstrandburg natürlich. Wer kennt es denn nicht? Damals, meine Damen und Herren, da war das immer so ein Abenteuer. Wenn ihr jetzt nicht irgendwie direkt irgendwie am Strand lebt, weil eure Eltern euch Geld in den Arsch hochpumpen können und so, dann war es für euch immer ein Erlebnis, am Strand zu sein und so. Und wer kennt es denn nicht? Da waren dann immer die Kinder oder die Jugendlichen oder so, die halt immer so die Künstler vom Herrn waren von Sandburgen. Du hast dir immer gedacht, komm, weißt du was, ich mache auch irgendwann so eine Sandburg. Und dann hast du halt eben deinen Eimer mitgenommen und hast da halt wirklich nur einen Turm hingepflanzt, weil du mehr einfach nicht kannst. Und das muss ich jeder von euch sagen, weil keiner von euch kann daraus wahrscheinlich eine schöne Sandburg machen. Aber wir haben eine wunderschöne Sandburg, denn Flash und ich sind in einem Team so unfassbar koordiniert und konditioniert, dass wir uns eine wunderschöne schwarze Sandburg hier machen können. No Racism an der Stelle natürlich. Mit Leftovers, das Teil soll natürlich tanken, bis es kein Morgen mehr gibt. Wir sehen es auch hier, physische Defensive absolut in Skyrocket, kann man dazu auch schon ein bisschen sagen. Auch alles natürlich, fast alles in HP. Wir wollen natürlich hier eine ungerade KP-Zahl herausprovozieren. Earth Power trifft alles eigentlich ziemlich gut. Shore Up, damit wir uns ein bisschen halt eben hochheilen. Stealth Rocks nimmt man immer wieder gerne mit. Man wollen ja immer ein paar Einsatz legen und Shadow Ball. Shadow Ball und Earth Power trifft alles aus seinem Team halt irgendwie gut. Und das sind extrem gute Steps von unserem Kolossand. Macht natürlich dann nicht das meiste an Schaden, aber ich meine immer noch so eine Base 100 Special Attack. Das ist Zucker. Das möchte ich auch manchmal ein bisschen küssen, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Dementsprechend, das nimmt man so mit. Machen wir weiter mit unserem Eisbergsalat. Muss ich irgendwas erzählen zu unserem Eisbergsalat? Das muss ich doch irgendwie gar keinem mehr erzählen, oder? Sind wir mal ganz ehrlich. Unser Eisbergsalat ist sowieso so ein Pokémon. Kennt jetzt jeder mittlerweile. Jeder liebt es vor allem auch. Und selbst wenn ihr da draußen ein Gegner von uns seid und so weiter, auch ihr liebt unser Aktillas. Jeder tut es nämlich. Wir genauso. Deswegen ist er auch in unserem Team. Und wir haben uns gedacht, so komm, Standardsets, papperlapapp. Ja, wir machen mal ein bisschen was Verrückteres. Wir machen nämlich so ein Sub-Curse-Everlug daraus. Ist tricky.
Ist interessant, ja. Ist tricky und interessant, weil wir wollen auch kein Toxin und so weiter abbekommen. Das ist schön. Das ist schön. Das ist eine wunderbare Idee. Vor allem, wenn wir einmal Curse rausbekommen haben und so weiter. Leute, wir nehmen Mütter. Also vielleicht den Vater noch dazu. Who knows, ja. Das hagelt, das scheppert, das donnert, das macht was mit dem Gegner, was ihr euch nicht vorstellen könnt. Wenn wir dann ein paar mehr Curses rausbekommen, dann ist sein Team durch. Dann ist sein Team durch, weil wir können auch gegen viele Pokémon einfach mal setupen, wie wir halt eben gerade so lustig sind. Und dementsprechend, da hat er überhaupt nichts mehr zu melden. Die Ockerberries natürlich drin wegen Feuerattacken. Wir haben jetzt ja beispielsweise hier so ein Glurak, was uns nicht so gefällt, ein bisschen uns missfällt, solange es nicht physisch ist. Oder halt eben Amigentofee mit Flamethrower, was halt auch ein bisschen ungünstig wäre an der Stelle. Und halt auch hier voll in die Spezialdefensive. Na, wir wollen das halt eben wegtanken, ne? Und wenn wir halt eben so sowieso hochcursen und so mit so einem 117 Base Angriff, das ist doch, dann brauchen wir da überhaupt gar kein Investment drin haben. Wenn wir auf plus 1, plus 2 oder sowas stehen, dann ist das Investment, was wir benötigen für sein gesamtes Team. Des Weiteren haben wir hier Sengo drin. Sengo einfach nur, weil Sengo ist sowieso immer so ein Pokémon, das kannst du immer gerne mitnehmen. Weil halt, ich denke mal, gegen jedes mögliche Team so ein Sengo eigentlich schon ziemlich gut ist. Klar, ne, man muss nicht darüber diskutieren, so ein schöner Geist oder so beim Gegner stört ein bisschen Sengo, aber auch das kann Sengo absolut umspielen. Ne? Toxic Orb, Toxic Boost, kennt man ja soweit, auch gespeak-creept auf, ne? Na, ihr wisst schon, Fassade natürlich, Close Combat, Fire Punch, Quick Attack treffen wir, wie gesagt, wieder alles ziemlich gut aus seinem Team, beziehungsweise sogar ziemlich stark aus seinem Team. Dementsprechend, also mit Sengo sind wir eigentlich in fast jedem Matchup gut aufgestellt. Maskeregen dann noch am Ende. Wir wollen hier herausprovozieren, einen Slow-U-Turner zu bekommen, um halt eben Pokémon rauszubekommen, wie beispielsweise natürlich Sengo. Dementsprechend haben wir uns hier gedacht, kommen 0 IVs hier rein und minus Speedwesen und so. Das muss einfach gemacht werden. Manchmal muss man auch Abstriche ziehen. Wir wollen einfach nur Slow-Momentum eben haben. Deswegen mussten wir Maskeregen dafür halt eben opfern. Heavy-Duty-Boots, damit wir auch einen Defogger natürlich haben. Das Gute ist ja, durch die Heavy-Duty-Boots ist auch Maskeregen endlich ein guter Defogger geworden. Wir haben hier nicht die Ability Intimidate. Ganz wichtig, Obacht, schreibt euch das mit auf. Warum haben wir hier nicht on a Nerf? Ich möchte das jetzt in den Kommentaren von euch erfahren, warum wir diese Fähigkeit drin haben und nicht Intimidate. Das möchte ich jetzt von euch erfahren, weil wir haben uns was richtig Gutes dabei überlegt und da sind wir stolz ein bisschen auf uns. Okay, eigentlich ist das ist total plump, also wir sind überhaupt nicht stolz auf uns, aber ist ja auch egal. Roost und Air Slash dazu, ne, wir wollen uns halt hochheilen und Air Slash dafür da, Leute, wir wollen halt den Gegner auch ein bisschen krüppeln und so, ja? Ich meine, okay, wir müssen nicht viel machen, weil wir Sengo haben, aber und auch, hier, wie heißt, unser wunderschönen Eisbergsalat natürlich haben, da brauchen wir nichts ankrüppeln oder so beim Gegner, aber ihr wisst schon, wie ich das meine. Also, meine Damen und Herren, das war's hier jetzt mit dem Team und ich würde sagen, wir kommen jetzt auch schon zum Kampf, also viel Spaß. Okay, Leute, es geht los. Halt mal eben das Video an. Sag mal, ich höre in diesem Kampf irgendwie Marcel überhaupt gar nicht. Und ja, Leute, das ist genau richtig. Warum hört ihr mich in diesem Kampf nicht? Ganz einfach, ich war während des Kampfes nicht da. So plump ist es halt eben auch. Ich war während des Kampfes nicht da. Wir haben jetzt am letzten Wochenende den Kampf halt eben geführt und dort hatte ich leider keine Zeit gehabt. Zunächst war es so geplant, dass ich Zeit habe, denn es war zwar auch schon dort geplant, dass ich halt meine Eltern abhole von ihrem Urlaub, beziehungsweise meine Eltern sind halt eben geflogen. Ich musste sie abholen aus dem Flughafen oder vom Flughafen. Wer jetzt ein bisschen so den Nachrichten mitverfolgt hat oder vielleicht auch mal vor die Tür getreten ist, der hat vielleicht mitgekriegt, dass letztes Wochenende ein sehr schlimmer Sturm durch Deutschland gefegt ist, der dafür gesorgt hat, dass meine Eltern zunächst bei dem gesagten Flughafen landen sollten, der Pilot aber nicht landen konnte wegen dem Sturm, dann also von diesem Flughafen abgezischt ist, zu einem anderen Flughafen geflogen ist und dort versucht hat, zweimal zu notlanden. Und das war halt eben so ein bisschen so ein Drama, das da eben hin und her gegangen ist. Die Leute, die mich auf Twitter verfolgen, also wer mir nicht auf Twitter folgt, sollte das auf jeden Fall tun, Link dazu in der Videobeschreibung erstmal. Aber auf Twitter habe ich das beispielsweise auch schon gepostet. Das war nicht der beste Tag in meinem Leben. Ich musste auch ein bisschen früher losfahren wegen dem Sturm eben, weil es hat geschüttet wie sonst was. Es war windig wie sonst was und ich konnte auf der Autobahn, ich konnte wirklich, das war Not. Ich sag's euch, das war Not. Das war Konzentrationsfahrt, die ich so noch nie getan habe oder gemacht hatte. Und deswegen, ich bin froh, dass das Wochenende jetzt erstmal hinter mir ist. Und ich bin froh, dass ich erst einmal wieder lebendig hier auf meinen Füßen stehe. Wie dem auch sei. Ich bin während des Kampfes nicht da. Flashy macht das alleine. Es tut mir wirklich leid, auch für Flashy, dass er das alleine machen musste. Ich habe mich auch ein bisschen schlecht gefühlt, weil das war halt eben doch eine doofe Situation, ihn dann doch absagen zu müssen. Er ist mir aber entgegengekommen mit sehr viel Zuversicht, mit sehr viel Vertrauen und so weiter und hat mir auch gesagt gehabt, so, du mach dir keine Sorgen und so weiter, das ist okay, da kann niemand was für und so weiter, bla bla bla. Er hat sehr viel Verständnis gezeigt, wofür ich ihm sehr dankbar bin. Also Leute, in dem Kampf hier leider ohne mich. Aber ist ja auch egal, denn Flashy macht das schon ziemlich gut. Ihr werdet es ja gleich selbst sehen bzw. hören. Also viel Spaß mit dem Kampf und drückt Flashy da ganz dick die Daumen. Es geht los, was hat er dabei? Also, ich sehe, er hat einfach sein Seejung dabei, was ein Troll.
Was ein Troll. Der hat das einfach stumpf mitgenommen. Okay, der hat erstmal überhaupt nicht das dabei, womit wir gerechnet haben. Aber das macht nichts. Er hat sein Geowatz dabei, was wir predicted haben, was sehr gut ist. Er hat sein Glurak dabei, was wir wussten. Ich guck grad mal, was er dabei hat. Er hat sein Razav nicht dabei. Das ist interesting. Also wir haben unser Wincon ist unser Everlug. Hoffentlich hat er das im Teambuilding gesagt. Und ich rechne eigentlich mit entweder einem Sivelli Lead oder einem Rox Lead. Und ich glaube tatsächlich, wir können gegen beide. Es sind drei Möglichkeiten, sehe ich gerade. Ja. Also gegen zwei Möglichkeiten ist Seedmod ziemlich gut, aber wenn er halt Geowatz leadet, hätten wir ein Problem. Aber dann würden wir einfach ein Palos hand. Ja, ich glaube, Heatmod ist der Play. Let's go. Ah, okay, er ist genau da reingegangen, was ich nicht wollte. Das ist jetzt unglücklich, aber naja, machst du nix. Dann gehen wir direkt raus. Palos hand. Das müsste eigentlich ganz klappen. Palos hand ist physisch defensiv, wenn ich gerade keine Scheiße laber. Und der steckt alles vom Golem easy weg. Easy. Also, ja, Golem wird jetzt probably einfach Rocks legen. Wir können auch überlegen, in Everlug zu gehen und jetzt schon versuchen zu setup. Aber das wäre halt dumm. Das wäre halt einfach zu früh. Wir haben ja letzten Spieltag schon teilweise verloren, weil wir zu early Setup gemacht haben. Wir hätten Beispiel, letzten Spieltag hätten wir mit Maske Regen einfach häufiger einfach stumpf Energy Ball drücken sollen. Das hätte uns da wesentlich weitergebracht. Aber ja. Ja, er drückt Earthquake. Das macht uns nicht viel. Wir können jetzt Rocks einfach easy einmal für Rocks gehen. Probably Rocks traden. Und dann mal schauen. Also, was ich mir jetzt erstmal erlaube, ist zu kalken, was das für ein Ding ist. Palosand gegen Golem. Okay, also schon mal nicht Bandit. Das sieht mir nach Max Attack aus. Einfach Max Attack. Also Max Attack, Max HP könnte ich mir gut vorstellen. Interesting. Einfach Rocks legen. Okay, er geht raus in sein Silo. Was kann das? Was kann das Ding? Also wir haben uns gegen das andere gepreppt. Und nicht gegen das kleine. Kann das überhaupt was? Haben wir das jetzt echt underprepped? Weil wir haben gedacht, der nimmt das eh niemals mit. Aber mal schauen. Also es hat halt keine offensiven Werte. Es hat halt basically keine offensiven Werte. Und einfach nur tanky. Ich kalk mal, wie viel der mit einem Scald unser Palosand macht. Ja, Palosand würde 4 kriegen. Nectric würde auch 4 kriegen. Everlug würde Setup kriegen. Ne, Everlug würde nicht mal Setup kriegen, wenn er. Ja, wir müssen einmal. Ha. Wir können halt auch einfach Ice Cream drücken. Mach mal den Ice Beam auch rein und schau, wie viel Maskeregen davon kriegt. Ja, Maskeregen hält das eigentlich relativ aus. Ja, das ist entspannt. Dann gehen wir mit Maskeregen. Ja, tatsächlich drückt das Surf. Das hat 42% gemacht. Damit ist er. Ja, er ist Choice Bags. Ah ja! So ein Ding ist das hier also. der spielt einfach fucking Sileo Choice Specs. Alter, was ein Typ. Aber das ist okay für uns, weil wir halt SPDF sind. Wir roosten uns einfach gegen. Okay, jetzt wissen wir, dass der Ice Beam halt ein bisschen mehr macht. Der ist halt einfach Choice Specs. Warte mal. Modest. Choice Specs. Ja.
Ja, Icebeam killt aber auch unser Maskering nicht, wenn es full life ist, also. Das ist entspannt. So. Er geht ins Valley Ferry. Er will probably, was jetzt sein Plan ist, ist zu defoggen. Wir könnten jetzt halt langsam das Momentum in unseren Speed Freak der Speed Seed bekommen. Oder wir gehen einfach hart in Heat Mode raus. Ich denke halt, dass er jetzt eine Rock-Attacke machen wird. Das muss ich nachgucken. Kannst du Valley überhaupt? Dann sieht man das hier kurz. Valley. Ja, der kann Rock Slide. Und der wird auch schneller sein. Ich mach mal eben Valley Ferry rein. In den Kalk. Ups. So, Rock Slide. Ja, das wird killen. Können wir nicht eingehen. Können wir nicht eingehen. Heatmog kriegt davon auch zu viel. Zengus kriegt davon auch zu viel. Ich glaube, wir sollten sogar hart in Zengu und Fassade drücken. Ich glaube, das ist tatsächlich das Beste, was wir machen können in dem Moment. Oder wir gehen in Main. Ja, das kriegt ja auch zu viel. Ich glaube, Zengu ist tatsächlich der Play. So, Pelosand. Könnte man auch machen, aber das ist halt kein Prozess. Ja, let's go. Ja, das ist jetzt natürlich optimal für uns. Jetzt können wir nämlich eine Free-Fassade erstmal rauskriegen. Die will keins seiner Pokémon abbekommen. Wir können jetzt auch erstmal, wenn wir jetzt einmal Fassade drücken, wissen wir halt, was sein Main-Switch in Fassade sein wird. Das ist halt auch ziemlich gut zu wissen. Mann, mach deinen Move. Warum denkst du so viel nach? Ich glaube, er hat irgendwie nicht so mit Sengo gerechnet. Keine Ahnung. Er weiß nicht, was er machen soll. Der ist jetzt halt in der Zwickmühle, weil Golem ist ja schon mal Max Offense. Max Attack. Der kann sogar, wenn er Max HP ist, Fassade into CC nicht überleben. Ey, ich hoffe, man hört die ganze Zeit meinen WhatsApp-Sound nicht. Sorry, falls doch. Mann, also, das Ding ist, wir müssen Fassade drücken, selbst wenn er Pharaoh-Seed geht, Fortress war nicht, haben wir den Fire-Punch dafür. Und wir hauen das Ding halt weg. Mit Fassade-Fire-Punch. So, keine Ahnung. Wir hauen das Ding halt richtig weg. Ob der kann, er hat sogar, wenn er Ockerberry spielt, keine Ahnung. Oder Lefties. Mal gucken. Also Balls hätten wir jetzt natürlich, würden wir CC drücken. Hätte ich jetzt Balls, würde ich CC drücken und hätte dann quasi einen Safe Kill auf das Fortress. Beziehungsweise halt auch auf das Golem. Aber ich weiß nicht, ob ich das überhaupt brauche. Ich muss noch nicht so risky spielen. Auch 30% erstmal auf ein. Okay, er drückt Parting Shot. Alles klar. Das heißt, er ist schneller. Er hat sehr viel Speed Investment. Geht jetzt in Pferdefleisch. Das kriegt 32%. So, das sagt uns, dass. Ein Moment. Golem. So, minus 1 sind wir. Und der hat 31% gekriegt. Das ist jetzt eine Roll, die will ich nicht eingehen. Auf die Roll habe ich keinen Bock. Auf die habe ich gar keinen Bock. Ich gehe probably einfach in
Fellow Sand raus. Ich tanke zwei EQs und drücke auf Shore ab. Das ist der Play. Ja. Ja, let's go. Ja, drück nochmal Earthquake. Ich heile mich jetzt entspannt hoch. Ja, aber gut zu wissen, dass der Valley Ferry schneller ist. Das ist ein Go. Wird dann also ordentlich Speed spielen. Ja, wenn Golem weg ist, dann ist unser Voltenso natürlich auch 10-mal besser, ne? Okay. Ich sag, der geht jetzt halt auf Ice Beam. Ich sag, der geht jetzt halt auf Ice Beam und wir können easy in Avalok gehen. Ja. Let's go. Ich sag, es ist jetzt ein bisschen risky so, aber ich denke, der wird auf Ice Beam gehen und ja, will ich den Freezes gehen, ist die andere Frage. Ich will den ja auch irgendwie fretten. Ha. Also, Maskeregen ist voll. Ich könnte auch rein theoretisch erst im Maskeregen gehen, um zu gucken, worin er sich lockt. Ah, ich kalk das eben. Avalok und dann nochmal. Sileo 252. Modest. Specs. Surf. Ja. In Surf will ich halt nicht rein. Ist das Ding. Ice Beam. Ja, ich glaube, ich muss nochmal Maske regen. Jawohl. Der Reed. Das heißt, er ist auf Surf gegangen. Gut, dass ich doch nicht in Avalok gegangen bin. Und ich nochmal ein bisschen überlegt habe. Ja. Ich will einmal roosten. Ich möchte halt Maske regen immer noch healthy haben, damit ich halt auch in Ice Beam überleben kann. Zur Not. Denke mal, das ist verständlich. Wir sind Maskeregen halt Max Bedef so. Dementsprechend haben wir halt die Möglichkeit, diesen Ice Beam zu tanken. Der macht halt Max 94. Okay, jetzt geht er in dicke Nüsse. Das ist interessant. In dicke Nüsse gehen wir einfach in unser Heatmore erstmal, würde ich sagen. Ja. U-Turn einfach raus. Mal schauen, wie viel Speed er hat. Wir sind halt Min-Speed im Maskeregen, aber Fortress ist, glaube ich, trotzdem langsamer, so rum. Weil es halt so eine niedrige Base hat und Maskeregen hat 80 Base. Aber wir sind halt wirklich komplett Min-Speed. Also wir haben Min-Speed-Wesen, Min-Speed-EVs und IVs. Dementsprechend, ja, wir sind ein bisschen schneller, aber das ist in Ordnung. Let's go Heatmore. Ja, er hat Rocks gelegt. Ist das jetzt schlimm für uns, ist die Frage. Nö, eigentlich nicht. Eigentlich ist das gar nicht so schlimm. Wir können jetzt halt gucken, was wir machen. Wir können Rocked Tomb drücken, um irgendwas zu predikten. Weil der wird halt den Flair, der wird jetzt halt die Feuerattacke riechen. Und wenn wir jetzt Rock Tomb drücken, könnten wir A, Sileo richtig bangen. Wir könnten danach mit dem Giga Drain das Golem wegklatschen. Wir wären schneller als Skuntank. Wir wären schneller als Valley Ferry. Ja, ich glaube, das machen wir. Ich glaube, Rock Tomb ist der Play. Damit rechnet er nicht. Oh, ich bin hyped. Oh mein Gott.
Jetzt kommt's. Ich hätte tatsächlich auch in Maske Regen drin bleiben können. Merke ich gerade. Und einfach Air slashen. Hätte auch ein bisschen was gemacht. Fortress. Ja, hätte immerhin 34%. Und dann halt immer Defong. Ginge auch. Okay, Rock Tomb. Ich bin hyped. Was passiert jetzt? Wir sind halt so ausgelegt, dass wir sogar einen Glurak, einen Max Speed Glurak nach dem Rock Tomb outspeeden. Dementsprechend auch alles andere. Dementsprechend wirklich legit auch alles andere. Ich bin so aufgeregt. Ich bin richtig, richtig aufgeregt gerade. Aber jetzt entscheidet sich so ein bisschen was. Je nachdem. Oh! Ja! Oh mein Gott, er ist in sein Glurak gegangen. Was ein Noob. Aus dem Leben geballert. Okay, no front an Drachenkeule. Ich bin gerade nur ein bisschen am Eskalieren, dass der Rockslide Hard Read aber funktioniert hat. Oh mein Gott. Okay. Alter, okay. Tschüss Glurak. Das ist schon mal ein Thread von unserem Avalak weniger. Specs Glurak wäre noch so ein Problem gewesen, sag ich mal. Oh mein fucking Gott. Damit ist jetzt unser Flashfire auch nicht mehr nötig, wow, aber egal. Ah, das war wichtig. Das war richtig wichtig. Also er wird jetzt probably ins Sileo gehen. Das sehe ich jedenfalls. Sileo. Und der könnte halt Max HP immer noch sein. Was würde der denn von Heatmog kriegen? Ja, maximal 50. Mit Giga Drain. Nach Fix verspielt. Okay. Naja, dann wird er ins Sileo gehen. Ich überlege nur, weil wir outspeeden ja. Ob wir nicht. Wir haben ja den Knockoff, wir können ja auch Knockoff drücken. Weil dann wäre da halt einfach kein Threat mehr. Dann hätten wir auch ein Threat weniger auf der gegnerischen Seite. Oder wir gehen halt in Maske Regen und tanken das Viech halt wieder. Weil das halt Surf gehen muss. Das könnte man halt auch machen. Das sehe ich fast sogar noch mehr. Aber dann haben wir halt immer noch das Problem mit Specs. Ja, das ist halt gefährlich für alles, ist so. Okay, geht er aber nicht. Er geht in Golem. Das könnte halt probably Scarf sein. Es könnte Scarf sein. Will ich das jetzt riskieren, ist die Frage. Andere Frage, wenn es Scarf ist, was mache ich denn dann? Er wird ja auf Earthquake probably gehen. Würde Eisbergsalat. Okay, das muss ich jetzt kalken. Golem. Will er echt Scarf auf den spielen, ist die Frage. Scheiß drauf. Er spielt Scarf. Okay. Er spielt echt Scarf. Er spielt halt echt Scarf. Okay, wait. So, Golem. Gehen jetzt in Avalak. Okay. Ja, wir gehen jetzt in Avalak. Und drücken jetzt einmal Sub. Und können danach cursen. Ich glaube, das ist es jetzt. Ich will jetzt einfach ein Loch da reinmachen in sein Team. Wir wissen jetzt, dass Golem gelockt ist. Okay. Das ist optimal für uns, weil das ist ein Setup-Fodder. Curse. Das ist ein Setup-Fodder. Wir müssen jetzt wirklich jeden einzelnen Move von ihm uns angucken, wie viel Damage er macht, damit wir rechtzeitig immer den Sub wieder aufsetzen. Und halt recovern auch zwischendurch, ne?
So, Fortress. So. Ah ja, da leaven und join einfach Leute, alles klar. Der macht uns maximal 11%. 9 bis 11, das heißt, der bräuchte, um den Sub zu brechen, 3 Gyro Balls. 3 Gyro Balls, 3 Volt Switches, ist eigentlich egal. Heißt, wir gehen einmal auf Curse Safe. Gehen dann einmal auf Recover und gehen dann nochmal auf Curse. So, jetzt kommt der Curse raus. Oh, das heißt, wir müssen erstmal plus 1 hier aufrechnen. Das heißt, er hat jetzt 6 bis 7 gemacht. Er hat jetzt 6 bis 7 gemacht. Wir recovern. So, jetzt hat er insgesamt ungefähr, sagen wir mal, 16% Damage auf den Curse gemacht. Okay, jetzt können wir avalanchen. Weil Savelli Ferry muss uns halt attacken, so. Savelli Ferry muss uns attacken. Jetzt können wir avalanche drücken. Ja, er attackt auch. Wir faden. Machen 34%. So. Das ist in Ordnung. Die Orca Berry wurde noch nicht getriggert. War das Savelli Ferry? Savelli Ferry, PU Parting Shot. Wie machen wir es denn? Gegen ein plus 1 Avalok. Ja. That was if the user was hit by the target this turn. Contact. Ah, nur Contact Moves machen das stärker. Okay. Wait, dann muss ich das hier kurz schwächer stellen. Ja, das haut hin. 33. Das heißt, der Flamethrower macht max 16 bis 19. Nach der Ockerberry macht er halt. Okay, ja, wir können uns gegen ihn setupen. Können uns gegen ihn setupen. Holy shit. Ja, dann werde ich jetzt nochmal cursen. Das ist in Ordnung. Er hätte subben sollen. Scheiße, ich hätte subben sollen. Egal. Wir sind jetzt gleich plus 2 Death, das heißt, Golem ist keine Sache mehr. Kann Skuntank machen. Oder Sileo, wenn er halt denkt, das bringt ihn weiter. Ja, er denkt, das bringt ihn weiter. Aber es bringt ihn nicht weiter, weil gegen Sileo gehe ich safe in Maskeregen so. Ich kann auch erstmal kalken, wie der Surf überhaupt macht. Ja, Avalanche macht halt nix. Die Avalanche macht halt nix in Return, weil er halt Pickfett und vierfach resistet hat. Ja, gut, also wir haben halt, ja. Doch, das macht was. Okay, dann geben wir jetzt einfach einen Maskering raus. Dann ist das so. Dann ist das so. Oh, und okay, er predicted mit Ice Beam. Okay. Okay, jetzt ist die Frage, wie viel Speed hat er investiert? Ich denke nicht, dass er Speed invested hat. Ich denke, der ist einfach bei seinen 45 geblieben. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er halt Speed spielt. Kann halt auch einfach, ja. So. Andererseits bringt er mir halt wieder einen Free Sub, so. Ja, ich werde einfach roosten. Wenn ich rooste, macht der Ice Beam halt nur noch 40. In dem Roost-Turn. Ich glaube, das ist der Play. Ja. Nice. Kann jetzt einmal defoggen einfach.
dass Avalok nicht mehr in die Rocks reinkommen muss. Ja, er toxt. Das ist nervig, aber ist in Ordnung. Das ist definitiv in Ordnung. Moment. So, ich musste gerade kurz ein bisschen was klären. So, jetzt habe ich auch eine Pizza am Start. Dann gibt es wieder ein Fileo. Soll er machen? Soll er ruhig machen? Ich glaube, ich muss jetzt ein bisschen... Ja, scheiß drauf. Dann ist jetzt ein Ice Beam gelockt. Dann gehen wir jetzt raus in den Speed Freak, der Speed sieht, und drücken auf Close Combat. Und mal schauen, was er da reinwechseln will. Er weiß nicht, was er tun soll. Ja, ich denke mal, Heatmob wegzuschmeißen war das Dümmste, was ich hätte machen können. Ah, Fofi. Probably wirklich. Aber alles außer Savelli kriegt mega Damage von CC und er weiß halt nicht, ob ich CC drücke. Er muss halt eigentlich von der Fassade ausgehen. Fortress.
Also Fortress können wir halt easy jetzt killen. Können entweder ein Second CC machen. Ich gucke eben, wie viel die Fassade macht. Zengus. Fortress. Der CC hat gerade 42 gemacht, das heißt, er ist nicht Max Def. Das heißt, der hat gar kein Def Invest. Genau. Ja, und die Fassade ist ein safer Kill. Also gehen wir jetzt Fassade. Schwieriger Kampf. Alles steht und fällt mit irgendwie Golem und Sileo beim Gegner und bei mir halt mit Zengo, Pelosand und Avalok. Und sobald halt ein Golem weg ist, dann ist Manectric halt der Huge Threat in meinem Team so. Okay. Seine Rocks sind weg. Das ist okay. Das ist schon mal gut. Und das Rewrap schon mal ziemlich nice. Und jetzt wird er halt in sein Golem gehen, um zu revengen. Ein Golem hat 207 Max Speed mit Scarf. Wird vermutlich darauf ausgelegt sein, Zengo noch zu outspeeden. Also gehe ich stark davon aus, Manectric würde er tatsächlich nicht outspeeden, aber wir haben Manectric so investiert, dass er outspeedet und dementsprechend hat er halt damit das schnellste One im Game und das ist einfach so ein Dreck. Weil mit dem Vieh forst er uns halt jedes Mal in Pelosand. Oder wir müssen halt predikten. Das ist halt kacke. Also wenn er jetzt wirklich nochmal in Golem geht, dann forst er halt einfach eine 50-50. Und ich habe da echt keine Lust drauf, wenn ich ehrlich bin. Das wiederum in Ordnung. Wir sehen hier ein Sylvedi Ferry wieder. Wir wissen halt nicht, wie das investiert ist. Wir sind minus 1 mit Zengus. Minus 1, minus 1. Er knallt halt ordentlich rein. Aber eigentlich killt er nicht. Aber das ist eine ganz große Betonung auf eigentlich. Ja, 252 Speed hat, dann sieht das wieder anders aus. Was heißt 252 Attack, meine ich? Dann sieht das auch, sieht nicht mal unbedingt anders aus. Was haben wir denn gesehen? Wir haben gesehen Parting Shot, Flamethrower, Defog. Ja, das ist der letzte Move. Multi-Attack ist, muss ich halt keinen erklären, so. Oder halt ein Fairy-Move ist. Muss ich halt keinen erklären, so. Aber unser Valley Fairy ist dann halt weg mit dem 18, mit den 18% Toxic Damage. Und der Valley Fairy ist bei denen halt nicht so wichtig. Das ist alles ein bisschen unlucky gerade. Also Avalok,
tankt es halt easy. Mit Nectric kriegt ein dickes Problem von Multi-Attack. Ja, das können wir nicht riskieren. Pelosand ist halt so passiv, ne? Wird halt das 1 gegen 1 auf Dauer gewinnen. Ja, ich glaube, wir müssen Pelosand angehen. Gehen wir jetzt Pelosand. Okay, er geht auf die Multi-Attack, wie gedacht. Jetzt wissen wir sein ganzes Moveset. Ey, die Pizza ist echt lecker. Gönnt euch mal Pizza. Pizza ist nice. So. Shadow Ball oder Earth Power? Earth Power. Earth Power ist besser. Earth Power ist in allen Fällen besser. Ja, dann let's go. Dann kriegen wir jetzt unseren ersten Chip auf Sileo, ey. Uff. Jetzt haben wir Chip gegen das Ding. Jetzt wird er halt einfach nur noch auf... Er wird jetzt halt nur noch Surf drücken. Er braucht nicht mehr Ice Beam drücken. Er kann einfach nur Surf durchpressen. Wir haben keine Möglichkeit dagegen vorzugehen. Wir müssen jetzt was abschmeißen, ist das Ding. Ich hätte probably predicten müssen, dass er das macht und schon... Ah. Mies. Ja, Manectric ist die einzige Option. Weil er kann eh gerade nichts machen wegen Golem. Ja, let's go. Fuck it. Ja, das ist jetzt ein totes Manectric, das ist in Ordnung. Aber wir haben halt sonst auch kein Out dagegen, so. Jetzt, da kein Fortress mehr drin ist. Ja, Close Combat into Quick Attack killed. Das ist die Valley Fairy, glaube ich. Das könnte ich nachkalken. Ja, das killt. Ja, das killt. Okay, ich mach's. Übrigens, der Speedfreak, der Speedseed. Shoutouts an alle Leute, die den Insider verstehen. Close Combat ist halt das Beste, was ich machen kann. Weil wir nach einem Close Combat auf alle Leute so die Möglichkeit haben zu killen. Jawohl. Also Zengus ist halt... Also Zengus ist jetzt das schnellste Mon auf dem Feld. Nach Silvelli Ferry. Aber das ist auch in Ordnung. Zengus ist jetzt sowas von die Wincon. Da ist es, Silvelli Ferry. Also. Er wird jetzt Parting Shot drücken. Oder er attackt einmal und drückt erst dann Parting Shot. Avalok brauchen wir an der Stelle nicht mehr. Das reißt nichts mehr. Das hat gegen das Team einfach nicht funktioniert. Das Set.
sehr schade. Ich wollte es die ganze Zeit trotzdem, aber jetzt ist das halt so. Mein Gott. Es ist Zeit, das Everlock einfach zu schmeißen. Ich würde jetzt halt ins Sileo wieder gehen. Ich überlege jetzt schon in Sengus zu gehen. Dann ist das... Ja, aber das wäre doof. Ich glaube, klüger ist einfach Sub zu drücken. Er wird jetzt halt Parting shotten, so. Er wird Parting shotten. Ja, er wird Parting shotten. Ja, soll er Parting shotten. Mein Gott, dann ist das so. Dann ist das halt so. Das ist jetzt auch nicht der Weltuntergang, wenn er Parting shottet. Wenn Iceberg Salat stirbt und wir in Sileo wieder in unser Sengus können, dann können wir jetzt Free Fassade drücken, so. Fassade killt halt so gut wie alles. Und wir sind halt schneller als alles. Außer halt das Silvery Ferry. Also es wird wieder darauf hinauslaufen. Ja, vielleicht hätte ich doch in Sengus einfach direkt gehen sollen. Dann halt geschwächt attacken. Aber keine Ahnung. Lustig wäre es, wenn ich jetzt die Surf-PP ausdolle. Das wäre ziemlich ehrenlos. Oder er geht einfach auf Ice Beam, warum auch immer. Ich glaube, Surf macht so ungefähr 60. Aber nicht schlecht ausdollen. Ja, ich lasse ihn jetzt einfach. Doch, ich kann das actually ausdollen. Das ist lustig. Okay, wait. Ich kann das actually ausdollen. Okay. Wenn er keinen Surf mehr hat, wäre er... Aber will ich das jetzt machen? Ich drücke ein Sub. Und ja, okay, komm. Ich probiere jetzt erstmal ein bisschen rum. Vielleicht ihn auch ein bisschen zum Tilten bringen, wer weiß. Psychologische Kriegsführung, ziemlich asozial, aber naja. Ich sehe halt Everlock irgendwie auch immer noch gegen Skuntank und Valley Ferry gewinnen. Und der hat halt Recover, ja. Weiß es nicht. Kann jetzt auf jeden Fall erstmal das hier machen. Ja, das bringt mir eigentlich nicht viel. Ich versuche einfach noch Chip drauf zu kriegen, scheiß drauf. Es bringt mir halt jetzt nichts, wenn ich jetzt die ganze Zeit Surf ausdolle. Er hat aber mehr PP. Er hat ja zu viel PP und wenn Everlock und nicht mehr brauchbar ist, dann und keine Recovery mehr hat und keine. Wenn er keine Recovery mehr hat, dann ist er unbrauchbar und dann nützt es auch nichts mehr, dass Sileo uns nichts mehr kann. Also dem Everlock nicht. Dann bringt das halt nichts mehr. Dann ist das halt useless. Dementsprechend, ich versuche ihn jetzt einfach nur ein bisschen zu triggern, gehe jetzt auf Avalanche. Vielleicht kriege ich ihn zum Rauswechseln, das wäre lustig. Aber ich glaube nicht, dass er das macht. Sein Play ist halt einfach Surf durchzudrücken. Genauso wie mein Play ist, einfach es Avalanche abzuschmeißen. LOL! Okay. Das ändert einiges. Okay. Ja, dagegen cursen wir. Also wenn das halt Fire Blast ist, dann ist das Fire Blast. Dann haben wir halt die Ockerberry.
Ah, so ein Ding ist das. Okay. Ja, komm. Kriegen wir noch Chip auf das Skuntank, ist auch gut. Ja gut, das ist toxic. Ich hatte eh gerade vor, das abzuschmeißen, aber das war richtig riskant von ihm. Hätte ich halt ins Toxic mein Sengo geschmissen, das wäre der Play gewesen. Boah, ich verpasse immer die Momente, wo ich Plays raushauen muss. Da hätte ich wieder Plays raushauen müssen. Ich trau mich einfach zu wenig. Das ist sehr schade. Das war dieser Moment, da hätte man Plays raushauen müssen. Mein Gegner missplayt, macht nicht das, was für ihn am besten ist. Okay, wait, what? What? Das werde ich jetzt ausnutzen. Ja, Fassade. Okay, wait, so wäre die Fairy gegen Zengus. Ja, das macht aber jetzt doch so viel, hä? So macht das plötzlich doch so viel. Ja, ist halt schneller, geht jetzt auf Multi-Attack. Dann gehe ich in Palossand. Krieg halt nochmal eine Earth Power raus. I guess. Rocks lohnen sich, glaube ich, einfach nicht mehr. Auch wenn wir gerade viel rumswitchen. Ich will eigentlich meinen Everlock nur noch droppen. Droppe ich jetzt mein Everlock und gehe dann in Zengus und drücke für die Fade. Dann geht er in sein Valley Ferry. Dagegen ist Palossand wieder ganz gut. Dagegen wird er dann in Skuntank gehen. Dann werden wir probably Skuntank und Valley Ferry traden. Dann kommt es drauf an, wie viele Tech Investment der Boy hat. Das müsste ich eigentlich schon kalken können. 22,8 hat er gemacht. Oh, der hat gar nicht so viele Attack. Der ist Min-Attack, wait. Ja, Sengo könnte halt einen Hit überleben. Nee, kann er nicht, ich halt mein Maul. Der überlebt nichts von Savelli Ferry. Ja, muss ich gleich. Ja, ich muss jetzt erstmal Fassade drücken und gleich gucken, was ich für Plays machen kann. So. Ja, dass er auf Encore gegangen ist. Super weirder Move. Also, der riskiert jetzt selber etwas, was er eigentlich relativ safe spielen könnte. Und ich riskiere gar nichts. Selber doof an der Stelle. Der playt mich halt komplett, aber ich lass mich halt auch playen. Ja. An der Stelle droppt halt jetzt was an der Fassade wieder, ne? Sengo kriegt wieder einen Kill. Mann, das ist alles echt belastend. Was mache ich denn jetzt auch am besten, ne? Also das Problem ist, ich drücke jetzt Fassade. Ich gehe das jetzt mal in meinem Kopf durch. Ich drücke jetzt Fassade. Er droppt sein Sileo. Dann geht er ins Valley Ferry und drückt Multi-Attack into Parting Shot. Dann geht er ins Guntank, was eine Earth Power erstmal instant abkriegt.
Ich muss das alles kalken. Wait. Skuntank. Ich hoffe, er ist halt ein physisches Skuntank. Dann hat Pedosent noch eine Chance. Dann macht halt der Sucker Punch nur 40. Okay, er droppt was? Er hat seine Wincon doch gerade geschmissen. Ist er denn von allen guten Geistern verlassen? Jetzt geht er ins Skuntank. Jetzt will er mit dem... Wird der Dingens. Er will mit dem Sucker Punch killen. Er will safe mit dem Sucker Punch killen. Er will 100% mit dem Sucker Punch killen. Wenn er mit dem Sucker Punch killen will, dann können wir den Sucker Punch umgehen, wenn wir Quick Attack drücken. Wie viel kriegt... Der kriegt 36. Wenn wir jetzt einmal Quick Attack drücken... Oh, what? Nein! Was?! Oh, scheiße, ich hab das komplett geschmissen. Ich hab's gerade komplett geschmissen. Der hat die Anti-Normalbeere. Hab ich gar nicht gedacht. Ja, das war's. GG. Und er gewinnt genau wegen dem Mon, was wir ausgelacht haben. Oh Mann, es war so abzusehen. Es war legit so abzusehen, oh mein Gott. Earth Power. Let's go, Surf it killen. Geht sogar auf Ice Beam, weil falls es nicht killt, will er nicht. GG. So, das war die Aufnahme. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann. Tschüss.